Hallo, hier ist die Nadine vom Papierkniff. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Super schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte dir heute eine ganz, ganz tolle Funfold-Karte zeigen, die ich gemeinsam mit meinem Team gebastelt habe. Wir treffen uns nämlich alle 14 Tage zum gemeinsamen Basteln und Quatschen und verbringen schöne Stunden miteinander. Also nur diejenigen, die natürlich Zeit und Lust haben. Und ja, da habe ich diese Kartenart vorgestellt und die möchte ich euch natürlich jetzt auch sehr, sehr gerne zeigen. Und zwar vorab wundert euch nicht, dieses Designerpapier ist nicht käuflich zu erwerben. Das ist jetzt wirklich ein Exklusivprodukt nur für Demos. Ich bastel mit euch nämlich gemeinsam gleich diese Karte. Und ich möchte euch die aber jetzt trotzdem natürlich zeigen. Und zwar lässt sich die Karte hier mit einem Bändchen öffnen oder verschließen, je nachdem. Und dann klappt ihr die Karte hier so auf. Da-da-da-da. Könnt euch die sogar noch schön hinstellen. Hier in der Mitte habt ihr noch genügend Platz, etwas zu schreiben oder zu stempeln. Und ja, also mir gefällt das total gut. Und je nachdem, welches Papier ihr nehmt, es wirkt irgendwie auch immer anders. Ich zeige euch die Karte jetzt hier auch noch gar nicht, wie sie geöffnet aussieht. Das ist noch eine kleine Überraschung. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Dann bleibt doch einfach dran. Nach dem Intro lege ich los. Ich starte mit meiner Funfold-Karte. Ihr benötigt folgendes Material. Ein Stückchen Farbkarton. Ich habe hier übrigens den Farbton Kieselgrau mit dem Maß von 14 cm x 26 cm. Ein Streifenfarbkarton mit dem Maß von 29,7, das ist also eine ganze DIN A4 Länge, mal 7 cm. Ein kleines Stückchen Grundweiß mit dem Maß von 5,5 x 6,5 cm. Und Designerpapier mit dem Maß von 20 cm mal 30,5 cm. Und nutzen werde ich auch dieses, ja, dieses wunderschöne Produktpaket. Es geht rund. Das hatte ich auch euch schon in meinem letzten Video gezeigt und ich liebe es. Und das werde ich jetzt auch gleich wieder nutzen. Ja, und dieses Designerpapier, das findet ihr übrigens im Jahreskatalog auf der Seite 51. Und es nennt sich Landhausglück. Und ja, also ich liebe diese Farben. Ich finde das so, so schön. Und es passt auch übrigens wunderbar hier zu diesem Designerpapier Landhausspitze. Das ist ja noch mein Probierpaket des Monats Juni. Ihr könnt es heute noch bestellen, ab morgen nicht mehr. So, aber jetzt lege ich mal mit der Funfold-Karte los. Ich lege das einmal hier zur Seite. Ich beginne mit dem Stückchen Farbkarton. Also das hat ja ein Maß von 14 x 26 cm. Lege die Seite, die lange Seite nach oben an. Und falze links und rechts bei 2 cm. Drehe das so. Wieder bei 2 cm. Alle Maße findet ihr übrigens auch nochmal auf meinem Blog. Also wenn euch das jetzt gerade alles so schnell gegangen ist, entweder spult ihr nochmal zurück und stoppt das Video oder ihr schaut einfach auf meiner Webseite nach. Da schreibe ich euch auch nochmal ganz genau alles auf, was ich nutze und wie die Falzmaße sind und so weiter. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr einfach dort meine Webseite besucht. Ja, aber jetzt geht es hier weiter. Also jetzt habe ich auf der linken und auf der rechten Seite 2 cm gefalzt. Jetzt drehe ich mir mein Blatt auf den Bauch. Und falze weiter bei 7,5. Und bei 18,5. Genau. Dann lege ich mir meinen Farbkarton mit der kurzen Seite nach oben an. Und zwar bei 4 cm. Und jetzt falze ich nicht, sondern ich schneide und zwar bis zur ersten Falzlinie. Also erste Falzlinie von oben und die erste Falzlinie von unten. Also 4 cm anlegen und schneiden. Ich taste mich langsam so heran. Einmal oben. Dann wieder rum unten. Und das mache ich ganz genauso auf der anderen Seite. Also ich lege wieder bei 4 cm an. So, dann dreht ihr euren Farbkarton mit der langen Seite wiederum nach oben an. Und jetzt schneidet ihr auf der Falzlinie bis zu eurer Schnittkante dieses Stückchen heraus und ebenfalls das untere Stück. Das könnt ihr natürlich auch mit der Schere machen. Wenn ihr das jetzt aber oben anlegt, dann habt ihr wirklich einen ganz, ganz schönen exakten Schnitt. Deswegen mache ich das jetzt auch so. Also, wir schneiden jetzt das untere Stückchen weg.
und auch das obere. Ich mache das jetzt ganz langsam, damit ich nicht zu viel schneide. Ich werde jetzt eher dann das mit der Schere noch ein bisschen, den letzten Rest hier abschneiden. Also so. Und das mache ich jetzt auf der anderen Seite ganz genauso. Ich lege es wieder bei 2 cm an und schneide mir das obere Stückchen und das untere Stückchen heraus. So, dann lege ich dieses Stückchen Farbkarton erstmal zur Seite und nehme meinen anderen Streifen Farbkarton. Den falze ich mir. Also ich lege ihn mit der langen Seite nach oben an und falze den bei 5,8 cm. Dann drehe ich mir meinen Streifen wieder auf den Bauch, falze weiter bei 11,7. Dann bei 17,7. Drehe mir meinen Streifen wieder zurück und falze bei 23,7. So. Das lege ich auch zur Seite, das auch. So, jetzt werde ich mir das Designerpapier zurechtschneiden. Und zwar lege ich mir die kurze Seite nach oben an und schneide einmal bei 13,5. So. Dann nehme ich dieses größere Stückchen, lege die lange Seite oben an und schneide 4 Stücke im Maß von 5 cm. Also immer 5 cm abschneiden. Okay, und dann habe ich ja hier noch diesen langen Streifen. Den schneide ich mir, mal gucken, dass das jetzt hier so passt vom Verlauf her. Der schneide ich mir auch 4 Stücke, aber mit dem Maß von 5,5 cm. Also das hat ja, muss man einmal nachmessen, genau, das ist 6,5. Also immer bei 5,5 anlegen und dann 4 Stücke. Das ist jetzt hier übrig. Genau, und dann geht es eigentlich schon ans Dekorieren und Kleben und Falzen. So, ich lege mir mal einmal das Designpapier so hin, dass ich den Verlauf, also mein Papier hat jetzt einen Verlauf. Wenn ihr keinen Verlauf habt, ist das nicht so wichtig, aber ich schaue jetzt so ein bisschen, dass es auch zusammenpasst und gleich nicht so kreuz und quer aufklebe. Genau, jetzt falze ich mir dieses Stückchen erstmal nach und dann geht ihr ganz normal vor, wie sonst auch. Also immer den Falzlinien nachfalzen. Das hier schön zusammenpasst. Passt. Kann man es auch alles nochmal wunderbar nachdrücken. Notfalls könnte es jetzt noch ein bisschen korrigieren. Sollte der Spalt zu groß sein, aber jetzt bei mir passt es jetzt wunderbar. Genau. Also das ist jetzt hier quasi so diese Klappkarte. Und dieses Stückchen Papier, das werde ich jetzt hier einkleben. Und dann habe ich natürlich auch noch diese großen, langen Streifen. Und damit das so sich farblich so ein bisschen absetzt, werde ich die jetzt so miteinander kombinieren, dass ich jetzt meine Rückseiten nehme. Also ich werde die Karte quasi so aufbauen. Und das mache ich jetzt auch. Ich klebe das jetzt auch mal direkt ein. So, dann klappe ich die Karte noch einmal zu.
Und die Streifen setze ich mir jetzt nach außen. Und zwar so. Und ihr könnt das natürlich auch komplett, ne? Also ihr könnt es natürlich auch komplett in einem Design machen. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn das so ein bisschen abgesetzt ist, dann ist der Effekt auch gleich noch ein bisschen. Aber macht es einfach so, wie ihr es gerne hättet. Aber vielleicht legt ihr das Papier auch einfach an und kombiniert es vielleicht mit noch einem ganz anderen Papier. Ja, vielleicht habt ihr auch Lust, mir mal eure fertige Karte zu zeigen. Da würde ich mich auch total drüber freuen. Ich glaube nämlich, dass die Karte wirklich immer anders wirken wird, je nachdem, welches Papier man so nutzt. Also, wenn ihr Lust habt, dann schickt mir doch mal sehr, sehr gerne ein Foto per Mail. Oder wenn ihr in den sozialen Netzwerken unterwegs seid, dann verlinkt mich einfach mit @papierkniff, dann kann ich das nämlich sehen. Und eure Werke bewundern. Würde mich total darüber freuen. Grundsätzlich, also jetzt auch nicht nur bei dieser Karte, sondern grundsätzlich, wenn ihr irgendetwas von mir nachbastelt, freue ich mich sehr, wenn ihr mich verlinkt. Und damit ich, wie gesagt, eure Werke auch bewundern kann. Die sehe ich nämlich sonst nicht. Und es ist halt auch schön für mich, eine Rückmeldung zu bekommen, dass meine Sachen nachgebastelt werden und dass ihr da auch Spaß dran habt, weil das würde ich, ja, das weiß ich nämlich ganz oft, nämlich überhaupt nicht. Ich mache dann hier und weiß gar nicht, ob euch das gefällt und so hätte ich da wenigstens so eine schöne Rückmeldung. Also wenn ihr Lust habt, wie gesagt, dann schreibt mir einfach eine Mail oder wie gesagt, verlinkt mich. So, jetzt, das ist jetzt hier meine Klappkarte und jetzt geht es nämlich weiter mit dem Streifenfarbkarton. Den falze ich jetzt auch nach. Ihr geht dann auch wieder den Falzlinien nach. Wir haben ja einmal so rückwärtig oder rückseitig andersrum gefalzt. Das heißt, ihr schaut, wie eure Falzlinien sind. So, einmal nachgefalzt. Wenn ihr jetzt euren Farbkarton so zusammenfaltet, achtet darauf erstmal, dass die Kanten schön übereinander liegen und wundert euch nicht, dass es auf einer Seite so ein kleiner Spalt ist. Den brauchen wir nämlich, weil sonst schließt sich die Karte nachher nicht richtig. Also je nachdem, wenn ihr das jetzt so rumsetzt, dann sieht es nicht schön aus, das ist die falsche Kante. Ihr müsst es so schließen, ja? Dann habt ihr hier die etwas längere Seite vorne und habt gleich einen schöneren Abschluss. Genau, das ist so nachgefalzt und das beklebe ich natürlich jetzt auch. Dieses Stückchen Grundweiß, das kommt jetzt in die Mitte geklebt. Das wird jetzt hier gleich so miteinander verbunden und dann ist das, dass die rechte Seite zuerst runtergeklappt wird und dann die linke Seite darüber. Das heißt, ihr müsst jetzt schon ein bisschen darauf achten, welche Seite schließt schöner. Und die linke Seite beklebe ich jetzt noch nicht mit Designerpapier, die anderen Seiten schon. Ich habe nämlich diese Anleitung hier bei einer australischen Kollegin gesehen, Stamping Flair heißt die. Ich verlinke euch die auch unten in der Infobox. Sie hat das ohne Verschluss gebastelt. Also das heißt, die Karte würde immer so ein bisschen aufspringen. Hatte ich überlegt, ob ich mir da erst ein Magnet einbaue. Weil mir gefiel das nicht so mit dem Aufspringen. Selbst wenn man das so richtig, richtig drunter nachfalzt, es hüpft halt immer irgendwie hoch. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt ein Band da gleich einbaue. Deshalb werde ich jetzt erstmal nur drei Seiten bekleben. Und die linke Seite noch freilassen. Genau. Also ich schaue jetzt einmal, dass das so ein bisschen wieder abwechslungsreich ist und werde links und rechts das gleich mit der Rückseite des Designerpapiers bekleben und in der Mitte jetzt gleich wieder die schönen Streifen. Aber wie gesagt, linke Seite noch freilassen.
So, ist alles schön getrocknet. Jetzt muss ich mir dieses Element hier in meine Karte einkleben. Und zwar wird das ja gleich hier so, also es wird in der Mitte befestigt. Links und rechts sind die Klebelaschen hier für die Seiten. Und damit das so einigermaßen mittig ist, werde ich das jetzt erstmal schließen, das Element. Das heißt, ich gehe erstmal von der rechten Seite, klappe das ein und klappe dann die linke Seite wieder drüber. Klappe nochmal die Karte zu, setze das hier so mittig auf. Also erstmal so mit Augenmaß. Klappt das dann hier so rum, klappt das so zur Seite und klappt dann diese Karte hier nochmal, also die Seite, den Flügel nochmal ein. Hier ist, seht ihr, ne, die rechte Seite, die ich jetzt hier ankleben muss. Und ich bin immer noch schön mittig geblieben. Das heißt, ich setze mir jetzt auf meine Klebelasche Tombow-Kleber. Ich nehme jetzt auch bewusst Tombow-Kleber, weil ich damit noch ein bisschen verschieben könnte, sollte ich doch nicht so in die Mitte oder sollte ich jetzt doch noch mal im letzten Moment ein bisschen verrutschen, kann man das nämlich noch mal verschieben. Also ich würde jetzt kein doppelseitiges Klebeband nehmen an eurer Stelle. So, dann klappe ich das einfach runter. Kontrolliere noch mal schnell, bevor das anzieht, ob das immer noch schön mittig ist und gerade. Ich muss das einmal zu mir hinhalten. Das kann so ein bisschen, kann man das nämlich noch mal schön verrutschen. Sollte es ein bisschen schief werden. So, drückt das am besten mit dem Papierfalter alles schön nach. Dann habt ihr die erste Seite schon mal, klebt die schon mal. Dann macht ihr die Karte zu. Jetzt wird ja dieses Element mit dem Farbkarton in Grundweiß, das kommt jetzt in die Mitte. Das heißt, ihr klappt das so ganz zur Seite, setzt hier eure Klebe auf. Also, ich zeige es euch noch einmal. Und klappt dann die ganze Karte nach rechts. Jetzt warte ich ein bisschen, bis das schön antrocknet. Papierfalter nach. Klappt dann auf. Genau. Und jetzt zum Schluss, mein letztes Element, setze ich auch nochmal Tombow-Kleber auf und klappe einfach runter. Dann habt ihr nämlich wirklich auf dem einfachsten Wege, sieht es vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert aus, ist es aber überhaupt nicht. Aber dann habt ihr es schon gerade geklebt, als wenn ihr es so anders, also so nach Augenmaß macht. So, und dann ist die Karte quasi, ja. Element steht. Jetzt wird natürlich noch die linke Seite beklebt und wie gesagt, ich wollte jetzt ein Band einbauen, weil die Karte wirklich sonst immer ein bisschen aufspringt. Also wenn euch das nicht stört, könnt ihr es natürlich lassen. Wie gesagt, die australische Kollegin, die hat es auch so offen gelassen, ist jetzt auch nicht schlimm, aber ich habe gedacht, so ein Band wäre jetzt wirklich nicht schlecht. Deswegen baue ich das hier noch ein und klebe das dann unter mein Designpapier. Ich nehme jetzt hier so ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Klebe mir das hier auf. Und muss mir jetzt überlegen, welche Farbe ich nehme. Ich habe mal gerade so ein bisschen so geguckt. Was passt denn farblich? Ich glaube, ich nehme das aquamarinfarbene Band. Dann mache ich das jetzt einmal. Ich halte das jetzt einmal so ein bisschen ran. Also ich werde das jetzt hier gleich so ankleben. Genau, knibbel ich das hier ab.
Und dann setze ich das Designerpapier auf. Da muss ich natürlich jetzt schön viel Kleber auch noch auf das Band setzen, damit das auch, upsala, wenn der Tombow dann möchte, damit das auch alles schön hält, gleich das Papier. Ihr könntet natürlich hier auch anstelle des Designerpapiers auch nochmal ein Stückchen Grundweiß aufkleben und dann vielleicht stempeln. Ist ja auch noch eine schöne Idee. So, und dann muss die Karte natürlich auch noch dekoriert werden und ich habe mich ja wieder für das schöne Produktpaket Es geht rund entschieden. Oh, ich liebe es und vielleicht ist es ja auch bei der ein oder anderen auch schon von euch eingezogen, das Produktpaket. Oder es möchte erst noch bei euch einziehen. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr bei mir eine Bestellung aufgeben möchtet. Ja, schreibt mir einfach eine E-Mail oder nutzt meinen Online-Shop. Ich wäre euch da wirklich sehr, sehr dankbar für, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen könntet. Und da bastel ich mir jetzt auch wieder eine Rosette und die setze ich jetzt hier oben auf mein Designerpapier. Ich finde das, ich finde diese Rosetten so, so schön und genau, deswegen muss sie jetzt auch wieder unbedingt auf meine Karte. Das, ja, das Band, die Schleife ist jetzt noch nicht so toll, das werde ich gleich noch ändern. Ich bastel jetzt erstmal die Rosette. So, meine Pfandfortkarte ist fertig. Ich halte sie noch mal ein bisschen näher in die Kamera. Ja, wenn ihr wissen möchtet, wie ich die Rosette gebastelt habe, ich habe sie ganz genau erklärt, und zwar in meinem vorherigen Video, weil jetzt habt ihr ja gerade nur den Schnelldurchlauf gesehen. Und zwar habe ich in meinem vorherigen Video hier diese Pop-up-Karte gebastelt und unter anderem halt auch ja, diese schöne Rosette. Und wenn ihr wissen möchtet, wie die Maße sind, wie ihr die unterschiedlichsten Größen herstellt, etc., etc., dann klickt doch einfach sehr, sehr gerne in mein vorheriges Video rein. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, und hier habe ich einfach noch den Spruch aufgestempelt, passend hier das Stempelset Es geht rund genutzt. Und ja, mir gefällt es total gut und ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr jetzt Lust habt, das nachzubasteln, wenn ihr mich verlinkt. Und wenn euch das Video gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr mir ein Däumchen hoch schenkt, einen netten Kommentar schreibt oder auch ja, mir ein Abo schenkt, solltet ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein. Möchtet ihr eine Bestellung aufgeben? Ich bin sehr, sehr gerne für euch da. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, wir sehen und hören uns das nächste Mal hier wieder auf dem Kanal. Morgen kommt übrigens meine Stille Post, vielleicht habt ihr Lust, da mal reinzuklicken mit ganz, ganz tollen Neuigkeiten und ja, bis dahin, tschüss, eure Nadine vom Papierknüpf.